Freunde gepflegter Rockmusik, herzlich willkommen im kleinen Rockarchiv. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Freut uns sehr. Heute geht's ins Jahr 2004 zurück. Eine norwegische Band habe ich mir mal rausgesucht. AOR Melodic Rock ist das Thema. Melodic Rock in dem Sinne trifft es, glaube ich, am ehesten. Straight Rockmusik. Hoher Melodiefaktor. Drei Leute. Und die fanden sich Anfang der 80er, 83, zur Band Stage Dolls mal zusammen. Die ersten Alben von denen, so Mitte, Ende der 80er, sind absolute Klassiker des AOR Melodic Rocks. Also Soldier's Gun, Commandos und Stage Dolls. Die ersten drei sind großartig, sind inzwischen auch alle wieder veröffentlicht, aber inzwischen auch schon wieder relativ schwer zu kriegen. Überhaupt sind die Alben nicht ganz einfach immer mal, aber sie werden immer mal wieder veröffentlicht. Also das Warten lohnt sich eventuell. Oder halt das genaue Gucken, Discogs einfach mal abwarten. Es gibt die Scheiben. Ich habe mir nun das 2004er Album Get Alive rausgeholt. Und ich finde es immer noch großartig. Leider ist seit 2010 nichts Neues. Ich kann es auch ein bisschen genauer zeigen. Leider ist seit 2010 nichts Aktuelles mehr erschienen, aber die Band gibt es noch, sie touren noch und sie machen live immer noch furchtbar viel Spaß. Von diesem Album, danach gab es noch eine Live-CD, die ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Wer also mal den Einstieg in diese Band sucht, weil er sie vorher noch nie gehört hat, was ich kaum glauben mag, denn wer sich für AOR Melodic Rock interessiert, der hat unter Garantie schon mal die Single Soldier's Gun gehört. Und wie üblich, und ich weiß, ich wiederhole mich dabei, wenn ihr das Ding hört, das Ding geht in den Kopf rein, bohrt sich da rein und bleibt da drin für den Rest des Tages. Also Vorsicht. Einmal die Rückseite. Die Qualitäten dieser Band liegen eindeutig im Zusammenspiel. Dadurch, dass sie die meisten ihrer Sachen auch mitproduzieren oder aktiv an der Produktion mitwirken, auch unglaublich harmonisch, ohne dass das Ganze weichgespült klingt. Offiziell haben sie immer einen Gast-Keyboarder dabei, dieser hat ja auch hier mit an der Produktion mitgewirkt. Max Spyro ist bei jedem Stück Background-Gesang mit dabei. Klar, es wird auch mal ein bisschen ruhiger, aber eigentlich, auch wenn ich jetzt vielleicht das Falsche sage, so würde ich mir Bryan Adams Alben eigentlich wünschen. Das ist relativ dicht dran, also früher waren sie ein bisschen härter, zwar sind, aber nur eine Winzigkeit härter. Aber ganz straighte Rocksongs, wo Geschichten erzählt werden, wo eine schöne Gitarre gespielt wird, wo gut gesungen wird, ein tolles Zusammenspiel der Band zu hören ist. So wie Anfang der, oder bei den ersten Bryan Adams Alben. Wer sowas sucht, findet es bei den Stage Dolls. Hammer Alben. Ich erwähnte es eben schon, es gibt ein tolles Live-Album, das als Einstieg gut wäre. Es gibt aber auch eine sehr gute Doppel-Live, die heißt, glaube ich, wo ist sie denn? Good Times. Und damit hat man eigentlich das gesamte Schaffen einmal kompakt. Und dann kann man ja mal sehen, welches Album man sich vielleicht noch zulegt. Ich persönlich würde auf jeden Fall zu Get Alive raten, weil man einfach ein klasse Rockalbum kriegt. 11 Songs, alle nicht allzu lang, aber auch nicht zu kurz. Toll gespielt, toll gesungen, toll produziert. Einfach eine klasse Scheibe. Wie gesagt, leider ein bisschen schwer zu finden. Ich verlinke euch natürlich ein bisschen was, damit ihr auch mal reinhören könnt und euch selber von der Qualität dieser Band überzeugen könnt. Ganz nebenbei, so ganz unbekannt sind sie nicht. So der ein oder andere Song von denen ist inzwischen auch auf anderen Plattformen schon mehr als 6 Millionen Mal gestreamt worden. Das ist nicht wenig, würde ich sagen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich lasse euch mit dem Album alleine. Viel Spaß damit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ganz, ganz viel Freude mit Get Alive von den Stage Dolls. Rock on!